Hi Leute, willkommen zurück zu Tales of Celia 2 in Marksburg, wo wir Leia getroffen haben, die ja mittlerweile als Journalistin arbeitet, auch wenn sie gerade im sexy Schulmädchen-Uniformchen dasteht. Sie steht, glaube ich, immer noch ein bisschen auf Judy-Arme. Kann man aber verstehen, er ist ja auch sexy, ne, neben Elvin. Ja, apropos Elvin ist mit Elise zurückgeblieben, während wir jetzt nach Double müssen, um mehr Informationen über Julius eventuell rauszubekommen. Und mir ist noch nicht so ganz klar, wie man von Krankenschwester zu Journalistin wird. Es hat jetzt ja mal eins mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. But whatever. Leia ist halt ein bisschen strange manchmal. Und für uns geht es jetzt in Richtung Double mit der Kleinen. Ich werde die Charaktere auch öfters mal wechseln, mit wem ich so renne. Gerade habe ich meine Leia-Hype. Die ist toll. Aber Leia und Elvin? Ja, aber Elvin ist ja schon wieder 10 Jahre oder so älter dann. Naja. Hi, du bist sicher meine Informantentusse? I figured you were a no-show. Sorry, I'm late. So, this is your informant? Yep, Jude, meet Jolene. Call me whatever you want, cutie. Oh, God. Anyway, you know why we're here. The train hijacking, right? Maybe I know something, maybe I don't. I'm guessing it depends on whether we have money or info to trade, right? Hey. Ja, also, ich bin 20 Mille im Minus. So that's the real story. It's true, I saw it all too. Good stuff. Guess it's my turn to share. Word on the street is, Brot's been funneling a certain something-something to Exodus. Brot? That's the name of the government around these parts, right, Jolene? Supposedly. Meaning? No dice. I like living. What are they sending? Weapons? Nope. Guess again. Spirit fossils and boosters. Ooh. Say what now? That's right, kids. The next-gen stuff that's supposed to replace current Spyrex technology. Whoa, stop the press. This guy looks familiar. I suppose he does. This is Jude Mathis, the Spyrite researcher. Mom always wanted me to meet a doctor. You make me feel all chatty. Wow, Jude, you're like a celebrity. Rumor has it, there's a demon prowling the alleyways of Duval. He looks just like a regular guy on the outside. But I hear he's hiding some monstrous power. He uses it to stalk his prey. My glasses guy. Word is, even some of Brot's heavies have fallen victim. I just wrote it off as an urban legend, but maybe it's connected to the train hijacking after all. Ich sag immer noch nichts, weil, keine Ahnung, ich kann halt nicht reden, ich bin doof. Der Haftbefehl, was? Was für ein Haftbefehl jetzt? Wegen Julius? Put it out of your mind. Put it out of your mind. Are you having trouble dealing with the train incident? That certainly was scary. No, it's not that. I can't forget those pictures on Luger's wall. Hmm? They were so horrible. Oh, the wanted posters? I imagine Ivor stuck them up after he snuck in. Wanted posters? Were those supposed to be some twisted version of Luger and Glasses Guy? I'm not sure if that was the intention. Did you see them, Luger? Yep. Nö, wie soll ich, ob ich die gesehen habe? Ja. Yeah, that's the one. Get that out of here! I'm trying to forget. Ja gut. Odd that they're in the same style as the wanted posters in Risa Maxia. Why don't they just use photos? Luger, take a picture of yourself and bring it to the police. Maybe they'll replace it if you ask. Ach, toll. Damit sie mich oh, er hat was gesagt. Are supposed to be better at conveying the true essence of the subject. Or so I've heard. So that's the true essence of Luger and Glasses Guy? That's even scarier than their creepy spear forms. Die man noch keiner kennt, aber gut. Really? Oh mein Gott. Maybe when criminals are confronted with these wanted posters, a lot of them crack and turn themselves in. I can't believe das waren zwei Worte, die in einem Part gesagt hat. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Oh mein Gott, zwei Worte. Ich bin stolz auf dich, Luger. Nice one. Bye bye. Das ist so ein fettes Kätzchen einfach mal. Es ist süß, aber fett. Dieser Dämon, über den die Leute ständig reden, soll aussehen wie alle anderen. Aber es heißt, er könne sich schnell verwandeln und Menschen angreifen. Sie sagen, er lauere in den dunklen Gassen von Double. Dann wollen wir doch mal die dunklen Gassen von Double durchsuchen.
Dieser Stadt springen mehr Menschen vor den Zug als in anderen Städten, weil so viele sich hoch verschulden. Seid also lieber vorsichtig. Ich spring, glaube ich, besser nicht da rein. Sprecht nicht mit mir. Ich habe jemanden, den eine Reisebeschränkung auferlegt, wo nix so... Fick dich. Ich habe gehört, dass eine Journalistin aus Gismaxia beim Triglapher Tagesblatt arbeitet. Es wurden noch nicht allzu viele Artikel von ihr veröffentlicht, aber ich freue mich immer darauf, sie zu lesen. Hallo, das bin ich. Hallo, das bin ich. Sexy Lele. Okay, dann suchen wir mal die dunkle Gasse, wa? Nicht, dass ich es jetzt unbedingt wollen würde. Ich hab Angst. So how did you meet this informant person? Well, you know what they say. Swim with sharks, wake up with fleas. Wait, Is that how it goes? Ich glaube nicht. Reisebeschränkungsgesetz wurde kontrovers diskutiert. Es wurde ratifiziert, weil es nur bei kriminellen und hochverschuldeten Personen greift. So viel heißt wie, wenn ihr eure Freiheit verliert, dann ist eure eigene Schuld. Wieso seid ihr eigentlich alle so gemein zu mir? Moment, aber in Double waren wir doch schon, oder nicht? Das war doch die Anfangsstadt hier. Ja, natürlich. Double war früher mal eine ziemlich lebhafte Hafenstadt. Sie liegt jedoch auf dem Festland, seit die Küstenlinie sich verschoben hat. Alright. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas für... Lele? Die sind gut. Ich bin schon wieder broke. Boah, da habe ich so viel. Ey, so viel brauche ich davon doch nie im Leben. Boah, ich habe immer Angst, ich will die nicht verkaufen. Aber ich glaube echt nicht, dass ich so viele davon brauchen werde, oder? Ich bin pleite, also Schnute, ich darf das. Oh Gott, so viel davon, hallo? Werde ich doch sicher alle nicht brauchen. So, dann rüste mal auf. Dann rüste mal nicht aus, Leia. Ist okay. Dann rüste ich sie dir eben aus. Bitte dön. So, die dunklen Gassen. Die waren hier, ne? Wo ja auch unsere Bar war. A demon of the alleyways. Stalking brat members. I'm not scared. Ich auch nicht. Hallo, Tippi. Wisst ihr was? Ich hörte Gerüchte über diesen Dämon. Angeblich soll er ein furchtbares, finsteres Monster sein. Das macht mir jetzt keine Angst. Ich bin ein großes Mädchen. Ich versteck mich. Ist dieser Rido-Ridos-Dingsa mein Schuldner hier noch? Nee, ne? Die Spezialität unserer Stadt Noirar ist ein elegantes Getränk mit edlem Geschmack. Wollt ihr es mal probieren? Die Spezialität unserer Stadt Noirar... Achso, ja, okay. Es kannte Mars ja noch nicht ein bisschen zu nett zu diesen Rismaxianern. Freundschaft und Politik haben nichts mit anderen zu tun. Das hat uns nicht weitergebracht. Typi. Dämon-Typi-Wipi. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Einen riesigen Dämon. Es war nur einer, aber er zerschmetterte alle Männer um sich herum, als wären sie bloß lästiges Ungeziefer. Das ist wahr. Ich speichere mal. I am scared. A little bit. Ich bin immer noch auf gemäßigt. Ich hoffe, das werde ich nicht noch bereuen. Scheiße. Mal gut, dass ich gespeichert habe. So is this the demon's stomping grounds? I really hope it's not. What, are you scared? No way, I ain't a fraidy cat. Besides, it might help us get to Canaan. But it's not the only thing I'm curious about. What reason does Exodus have for gathering the materials to make spirites? What's that, Chief? Did someone say spirites? If you fine folks have got the gall to spend, then I've got the goods. You mean to say you're peddling spirit fossils? You bet. Only lesser spirit class ones, though. Speaking of that, have you heard anything about people gathering spirit fossils recently? Don't beat around the bush. You mean Exodus, right? Don't move, Dr. Mathis. We're taking you into custody unless you try something foolish. In broad daylight? Doesn't matter. Ihr Exodus-Arschlöcher!
Da habt ihr wohl die falschen. These men. Broad agents. Nee, Broad, okay. Wir retten Jude! Komm, was will. Was wollen die. Nein, lass die Katze in Ruhe. What the fuck? Die arme Katze! Oh, jetzt fängt sie schon wieder an. Immer wenn sie schreit, macht es Bumm mit der Uhr und wir sind in einer anderen Dimension oder was auch immer das ist. Was soll das? Das ist nervig auf Dauer. Warum macht sie das? What just happened? Ich weiß es doch auch nicht. Wait a minute. Schon wieder anders. Warum? Das ist. Geh weiter hinein. Das ist schon wieder eine ganz andere Region. Und die Exodus. Nee, waren gar nicht Exodus. Das waren die Brattypen. Die da. Die Dinger. Nee, doch die Exodus aber auch. Wieso? Ach, ich weiß es doch nicht. Ist ja ganz komisch. Hey, what's the matter, buddy? You look like you've just seen a ghost. I get why you and Exodus hate me so much, but if you can't trust us, then at least trust in the spy rights. That's all I ask of you. We're so close to making them work. Doch keine andere Dimension, sondern. Curse that Jolene. She must have ratted us out. Show no mercy. They're probably all Rizomaxians. Gar nicht wahr. Warum hasst ihr uns denn überhaupt? I don't get it. Alle hassen uns, toll. Simply is that. But why? Sind wir dann doch irgendwie in die. Ich dachte in eine andere Dimension. No mercy. Very well. Dann dachte ich irgendwie Vergangenheit. Jetzt aber. Oh nein, ich kenne die doch, die Messerchen. I can't move! Der wohl nutzloseste Opa der Welt! Spirit Arts! A close one, this. It's Rowan! Who? An old friend and traveling buddy. Nein, der Opa. Rowan's super smart. He knows everything. So he knows where the land of Canaan is? The land of Canaan, you say? That's right, old-timer. It's a magical place that grants people wishes. Do tell. Well, I got a wish for that Canaan place to grant. Death to all Rizomaxia scum. Alter. Every last one of them. Anybody who looks at you art-wielding monsters and thinks you're people like us is crazy. Quite right. Das ist doch nicht so gemein. Don't look! Rowan, what did you just do? Need you ask? Elise, Gaius, Lady Dracel. I must avenge their deaths. Huh? I must atone for dispelling the schism. No, not like this. Well, Elise ist doch gar nicht tot. Those two must perish as well. This man isn't Rowan. Truly, every last Olympian must be sent to their doom. Bitte was? Jetzt bin ich verwirrt. Doch eine andere Dimension? Be careful. He's not the Rowan we know. I don't understand. Yeah, this can't be. Me neither. Power swing! Ich muss mal kurz, danke. Du altes Opferchen! Das ist voll. Naja, irgendwann werden wir schon rausfinden, was es mit dieser braunen Dimension auf sich hat, aber nicht im Moment. Komm schon. Link charge! Link up! Link charge! Seven feet! Now! Energize! Disintegrate! Falling! Yeah. I can
Ich tue es einfach so, als ob ich wüsste, was hier abgeht, tue ich aber nicht. Mist, ich hab doch... Du Arschi! Was? Kann ich nicht? We can do this. Ouchi. Stimmt, Leia war ja auch. Danke, dass du mich einfach mal haust. So. Stimmt, Leia war ja auch ein Heiler. Ich hatte ja meistens Leia und Elise als Heiler. Heiler, lass das. Bleib stehen, Tippi. What happened? You shouldn't do that. Disintegrate. The wind is my hammer. Ich bin dein Hammer, Typi. Auch wenn ich mit dem Hammer noch überhaupt nicht umgehen kann. Become my blade. Okay, wird gleich tot. Must be mine. Alright. That can't be Rowan. Ja, yeah. Hat ja auch was Komisches gesagt. Wie gesagt, dass sie alle tot sind. Sind sie ja gar nicht. Es muss irgendwie... I don't know. Objekt... Ach, stimmt ja. Wenn er auf dem Boden liegt, kann sie ja stehlen. Genau. Weshalb ich sie auch oft mit Mila hatte. Und weil sie halt einfach tolle Partner-Artists hatten. Und jetzt schon wieder das mit dieser Pseudo-Lanze. Und der erinnert mich dann immer voll in dem Mode an Haseo aus Hack-GU, falls ihr das Spiel kennt. Was auch noch auf meiner geplanten Liste ist. Aber ja, by the way. Da muss ich immer dran denken an Haseo. Ach, Macha, der hat auch mehrere Waffen. Die haben voll von Hack abgeguckt. People don't just vanish into thin air. Well, they must be hiding around here somewhere, so find them. Hi, ich bin hinter euch. What did you monsters do? It's more of that spirit art trickery. You really are monsters, aren't you? Wir wissen ja selbst nicht, was abgeht. That's enough. Oh Gott. Die Schwuchtel sind da. You're going to tell me something. Why is Exodus so intent on gathering Spyrite materials? Imagine if they unleashed an out-of-control Spyrite on the world. Everyone would see the danger in it. Public support would vanish in a flash. Indeed they would. The plan is a cunning one. Hold on a sec. You're not gonna kill us? We are not the monsters you think we are. Dann holen wir mal ab. Tschüss. Oh Gott. Gaius und der Opa. It would appear that hatred of Risa Maxia runs deep within the veins of this city. Und er sieht noch schwuler aus, dieser Rowan. Maybe you could go to the land of Canaan and wish the hate away. Beg pardon? The land of Canaan is a magical place that grants wishes for people. Quite the locale, that. Alas, the power to alter men's hearts in the blink of an eye would be frightening indeed. We could easily wish away that which makes us human. It's okay. These two are the real deal. Rowan, Gaius, thank you. Erston. Huh? At the moment, I'm just a man about town, much like any other. Please, call me Erston. His Highness is traveling incognito to get a sense of public opinion in Olympias. Can you really do that? I mean, you are the king of Risa Maxia. Ach, übertreib mal nicht. King? I've never gotten to see a real king before. Der ist auch nicht sonderlich toll. Vergesst es einfach. Danke, Erston. Ihr wollt eine große Hilfe, eure Hoheit, kommen. Thanks a bunch, Your Highness. It's just Erston. Oh. He can be as stubborn as a child, this one. What was that, Rowan? Nothing. Hey, I just thought of something. Do you think that demon of the alleyways was Erston here? I mean, it could have been, but the scary Rowan looked like the glasses guy, too. The scary me?
Well, you see. Wir checken das selber nicht mehr, touren irgendwelche Digimons in anderen Dimensionen rum und keine Ahnung. Interesting. It would seem you've gotten yourselves wrapped up in some sort of paranormal phenomena. Immer wieder. Your thoughts, Rowan? Something's afoot. Based Don't on? Don't say. A hunch. Good enough for me. Now get to the bottom of it. As you wish. Ich hasse diesen Opa. Would you be so kind as to allow me to accompany you henceforth? Tschüss, ich will dich nicht. Hau ab. So ein älter Kerl. Na gut, komm. Ich bin ja nicht so. Ja, ja, whatever, Opa. I'm Rowan Ilbert. A pleasure to make your acquaintances. Ich meine, er muss doch schon über 100 sein. Jude. Ja? I know. Ich bin sexy, ich weiß. I can't let Exodus get me down. I'll perfect the Spyrite tech and prove them wrong. Ist aber auch gemein, wie die drauf sind gegen die Rhys Maxianer. Wir sind keine Monster. Ihr seid die Monster. Oh. Oh, Judy. So willensstark. Ah, so heiß. Check it out, Elise! It's our bearded buddy from before! Ich hab dich nicht betrogen, Irwin. Enthusiastic as ever. Was ist das? Er hat einen Kratzer. Oh mein Gott. Julius. Who wants to make it two for two? Er hat einen Kratzer bekommen. Oh. What happened? Oh, he got scratched. Ja. Hol ein Pflaster raus. It's a battle scar. Chicks dig that kind of thing. Aber echt? Was? Hab ich nie gedacht. The old gang's back together. Yeah. Naja, bis auf Mila. Aber wir haben da Mini-Mila, das passt. Er hat einen Kratzer, er wird sterben. Vera from Spirius Corporation here. A witness has spotted former director Kresnik. He's at Aladi. Aladin, was? Aladin kenne ich doch noch, oder? It's a port in Risa Maxia. Aladin, ja. Da waren wir schon Other mal. Other pursuit agents are on their way to the scene. You must hurry. Aladin, stimmt. Still got bills to pay, huh? Na und, du blöde Kuh. Ist alles deine Schuld. Das Monster in der Gasse Ende. Alles mit dieser anderen Dimension, anderen Welt, whatever, check ich immer noch nicht. Und wieso muss ich den Opi dabei haben? Ich mag den Opi nicht. Ich mochte den ersten Teil noch nicht, mochte ihn im zweiten Teil nicht. Du hast jetzt 5 andere Gruppenmitglieder. All diese Figuren halten sich in der Stadt auf, wenn du dich gerade nicht mit der Hauptgeschichte beschäftigst. Luca kann allerdings nur 3 von ihnen mitnehmen, wenn er die Stadt verlässt. Wähle deine Gruppenmitglieder also mit Dacht aus, bevor du weiter siehst. Du kannst deine Gruppenmitglieder in jeder Stadt... Das ist so hohl. Dann so now we have to pay back more money, huh? Yep. Wieso? 1, 2, 3, go! Rock, beat, scissors, I win again! That's 6 times in a row! You're unbeatable at this! You've certainly matured into quite a dependable man over the last year. I don't know about that, but thanks. Coming from you, that's a great compliment. Oh. Hey, Lutz! Check this out. If you pay back more than your minimum payments, you might get a special reward selected by me, specifically for you. Hab ich doch schon 2-mal. Are you motivated or what? Hab ich doch schon 2-mal. Du blöde Kuh. Das erkennst du nicht an, dass ich schon 20.000 Geld aus dem Nix mir aus dem Arsch gezogen hab. Ich kann also wirklich nur in der Stadt immer die Leute wechseln. Das heißt, ich werde ziemlich am Arsch sein. Ja, am Arsch sein. Wenn ich auf Lyrone, werde ich ihn nie dabei haben. So, der böse Kanzler. So, you're friends with his highness? Indeed I am. I serve at King Gaius's side as his prime minister. What's that? He's sort of like the king's regent. That makes him the number 2 guy in all of Risa Maxia. Das in dem Alter. The king's regent. But in fairy tales, the regent's always the villain. Hey, you're right. They're always secretly trying to steal the kingdom or mess with the king. How could a mere child see through my ambitions? Huh? It's true. As you've suspected, I derive great pleasure from toppling kings. I remove their pawns one by one as my loyal knights advance from the sides to flank them. Alrighty. We have to warn His Highness! Of course I'm talking about chess. What? Your regents really are mean. Rowan is pretty much always like this. Ich mochte ihn noch nie.
So, das hat Luca jetzt gesagt. Ich mochte ihn noch nie. Hab ich denn eigentlich... Ihr habt jetzt alle die Schul-Uni-Wumi, ne? Schul... Nee, du nicht. Doch. Doch, Schulkleidung, sorry. Schuluniform, Schuluniform, Schuluniform. Hä? Für Rowan habe ich aber zumindest das Baseball-Ding freigeschaltet. Also das Sportzeug. Wieso wurden das schon wieder nicht anerkannt, du blödes Spiel? Muss ich schon wieder dann runterladen. Oder habe ich die hier irgendwo noch? Normale Frisur, Hutfrisur. Normales Outfit. Echt? Hat er das nicht anerkannt? Na, dann halt nicht, du blödes Ding. So, Kleider machen Leute. Danke, ich weiß. It's interesting taking a step back and looking at everyone. I can see some things have changed and some haven't. Speaking of changes, I see you've grown a beard. Ja. Ah, you noticed that, did you? Das Schlimmste Not daran. Not bad, eh? Ja, sieht, Aaron kommt aber noch nicht. Ich mag eigentlich keine Männer mit Mart, aber es ist ja Arwen. Ja. Right? Excuse me? Your beard has nothing on mine, young man. I wonder if I'll ever be able to grow a beard. Ha! Respect for the beard's majesty at your tender age? You've got good taste. So, what inspired you to grow a beard, Alvin? Well, there were a number of factors. But for the most part, I thought it was time to start trying new things. Mm-hmm. Like what? Like anything. You only live once, right? And you gotta do the things you want while you can. Hmm. That's a more juvenile reason than I was expecting. It would have been more fun if you decided to wear a disguise or something. What exactly is it gonna take to satisfy these two? Ach, mir gefällst du, Alvin. Was ist Tipo überhaupt? Heute seid ihr aber gut in Skid-Laune, wa? Der Blick. Gott, lach das! Okay, you're creeping me out. Do you have a question about Tipo? What is he? Tipo is Tipo, a lovable friend to all. That's a lie. There aren't any animals that look like you, and if there were, they still couldn't talk. Tipo is actually a mana amplifying device mm-hmm. known as a booster. It's because of Tipo that Elise is able to cast such powerful spirit arts. He makes her stronger than even a normal adult. So you guys are running a scam. A scam? Cheetah! You want to be a grown-up, right? Like real bad? So you have Tipo help you cheat at spirit stuff. Don't worry, though. I won't tell anyone. Thanks? You shouldn't snitch on her either, okay, Jude? Right. That's pretty big of me to cover for you like this, huh? You can thank me later. Now who's pulling a scam? Ja, so richtig mogeln sie ja nicht, ne? Wenn wir jetzt mal... Ja, nicht... Nein, nein. Vielleicht ein bisschen. So, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Zahle einen Teil deiner Schulden ab? Ey, das ist so fies. Das habe ich ja wirklich schon zweimal die 10.000 extra bezahlt, anstatt dass sie dann sagen, okay, du darfst schon weiter. Ne. Ne, machen sie nicht. Tja, was machen wir denn dann am besten? Nochmal offscreen doch leveln? Oder naja, ich habe ja auch noch so viele Aufträge. I don't know. Wir haben es möglich gemacht, dass das Schießmal aufgehoben wurde. Ich kann sehen, dass vor allem Jude sich für vieles von dem, was passiert, verantwortlich fühlt. Das lässt mich hoffen, dass das Land Kanan an Ort, an dem Wünsche in Erfüllung gehen, wirklich existiert, weißt du? Was wünschst du dir dann? Der Absatz läuft nur so schlecht wie nie. Was soll ich bloß tun? Du könntest dich auf der Straße verkaufen. Ja. Wo wollte ich jetzt eigentlich lang? Ich weiß es gar nicht. Da, ne? Warte mal. Okay, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Ich speichere jetzt auch nur noch. Beziehungsweise gehe nochmal ganz kurz zu der Auftragsbörse. Apropos, sollte hier nicht irgendwo eine Katze an hohen Orten sein? Aha. Aha. Wollte ich das sagen, wo ich die Treppe gerade so sah? Hm, könnte passen. So, Erledigung melden. Okay. Den Rest kann ich noch gar nicht, wa? Die Schulden Teil 1. Nur war 10.000 geil. Eine Mitschülerliste liefern. Was? Oh, Schweigler Technologiestraße. Was? Bestätigung. Lydia, bitte bring mir die Mitschülerliste. Die hast du doch bestimmt bei dir zu Hause. Habe ich die? Weiß ich nicht. Die Tage unseres Lebens für Mieterin. Die Katzen loswerden. Tut was gegen die Katzen, die sich in meiner Wohnung rum. Okay. Und Bahnhofsrestaurant in. Wo? Triglav. Ja, aber ich muss auch jetzt eh nach Triglav, oder?
Das ist doch ein Triglyph. Das ist ein Triglyph. Dann mache ich das halt erstmal weg. Ist doch egal. Triglyph. Das ist auch noch Triglyph. Okay. Nein, 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 nein. Yessi. Dann würde ich mal sagen, geht's für uns im nächsten Part nach Triglyph zurück nochmal. Damit wir die Quests machen können. Und dann eben einen Teil unserer Schulden abzahlen müssen, was eigentlich einfach blöd ist, weil jetzt habe ich schon 20.000, wie gesagt, einfach so weggeschmissen. Na, also bezahlt und es hat mich in der Hauptstory leider nicht weitergebracht. Naja, gut. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Tales of Cilia 2. Ciao!